Sets us free. The gods must be placated. Das ist eine falsche Abzweigung. You can't hurt me. Du wirst dich mir unterwerfen oder du wirst hier sterben. Du wirst mich nicht aufhalten. Du wirst niemals frei sein. You can't hurt me. I carry the light. Schade, ich dachte, ich könnte es hier anmachen. So eine riesige Kellerassel. Die guckt dich dann an und sagt, hallo Juna. Light fades, Senua. Light can be killed. The darkness is all that persists. Your only constant. There is no way out. There is always a way. No. Also langsam. Blood and fire will appease the gods. Au. Her, ihr Lümmel, wer kriegt die Hölle noch was? You submit to me. Let me mold you, shape you, give you strength. Be my daughter again. Fick dich, du hast mich eingesperrt, du hast mich als böse empfunden. Und du redest mir ein, dass ich böse bin, du Wichslappen. Also, was ich hier mache, ist in deinen Kaffee pissen. Falscher Weg. Halt die Fresse, du Lappen. Ich werde dich finden. Dann werde ich dich töten. Ups, wo kam das denn jetzt her? It's time Upsi. To give up, child. Shut the fuck up. Land. No. What you did to me, I see it here. They are cowed like I was, lost like I was, believing what they're told, sacrifices, spilling blood for a lie. I speak the truth. We must get this mother just in here. Sacrifice. It is the way of the gods. Your mother sinned and was sacrificed, and the people prospered until you came back, bringing sin with you. The gods cannot be killed. Now. I see through your lies, and I will show them how to see as I do.
I will not appease your gods. I will destroy them. Lies, son. Your father's lies. Remember, he tried to hold you down in the darkness. The darkness. Told you there was no way out. That the gods ruled you. But you fought back. You were strong. Maybe you can fight back now. She can fight back. She can. Maybe there is a way to pull through. There is always a way to pull through the darkness. The darkness. To kill the giant. She will find a way. She is strong. You are powerful. She is stronger than this. You can kill their gods. She knows the truth. She sees it now. Tell him. You are wrong, Fagrimur. The giants, they can be killed. There is a way. Well, I'm not sure I believe that. But I think if anyone can find a way, it's you. He knows we are special. Before, when I rescued you, he understood. He said you were waiting for me. He felt us coming. But I'd never met you. How can he see inside you? I knew someone would come. Somebody different. You are different. Somebody with the ability to look at the world and see what might be. You are special. Now what is? She's not okay, so. That is you. She's just like the others. No. She I've is seen special. You listening to the voices that we cannot hear. To the Verdir and Gandir. Voices? How does he know about us? You have the ability to see behind the veil. You are a Sedhkona, a seer, whether you know it yet or not. A seer? What is this he speaks of? Do you know, Senua? Do you know this is you? Iltoiga. Where does she go when the sun is up? She brings suffering to everyone. A monster. She hides down there. Hiding. Waiting. Under the cover of the cliff. She's there most days. Just staying close. These people live in waiting fear. Waiting for us to slip. Constant fear. They are waiting but to you cannot die. Approach you down there in the shadows. You don't stand a chance. And she won't come out until it's night. You have to do something. This is why you have been called here, Senua. They shouldn't live in fear. He knows. Listen to him. Have you heard of the Hidden Folk? Hidden Folk? The Hidden Folk? Yeah. Have you heard of them? A secret people. Powerful, aloof. Once they were gods or something like, but now they hide themselves in the earth. Even the giants steer clear. The giants fear them. If the giants fear them, they must hold the key to death. They hold the secret. Will they help us? Well, they have no love for man. Whatever ties we have are weaved from heartbreak and despair. Although I did consume their bitter breath. He has found them. Just once. So it is not impossible. What I sought. If he can find them, you can find them. They will. They will test you. We have been tested. They might before. Even try to kill you. But if you win their favor, we might die. Might give you wenn sie doch ihre Gunst, könnten sie dir geben, was where du can suchst. I find them? They will give us what we see. Okay. A rock. Ein Felsen, unweit von hier, wo sie angeblich leben. Der Eingang ist versteckt, aber du könntest ihn finden. Wenn sie es wollen, wirst du es tun. I will find it. We might die down there. No. We could die trying to find them. They will give us what we seek. They are dangerous. But they will help us. Na dann. Sie wissen Dinge, sie können Dinge singen, sehen und sehen. Ich habe keine Lust, den ganzen Kram vorzulesen. Ich hoffe, du wirst es mir verzeihen. Ist das Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Okay, sieht schon echt geil aus. Gefällt mir. I like it.
she has been chosen. All the lost ones. Only she can save them. All the people here dying in this nightmare. Only she can set them free. And she's running out of time. Und hier läuft die Zeit every davon. Day that dies, every sun that sets, another loses their life. Was ich interessant finde, dass hier Öl zu, drin zu sein scheint, oder? Es ist die Spiegelung. Weiß ich nicht. Heißt das so, wenn Benzin im Wasser treibt oder so, dann hat es so einen komischen Film. Das sah so ein bisschen so aus. Was zum Geier? What the heck? Warte mal. Ich habe das Gefühl, dass wir hier oben nichts kriegen. Dass wir hier lang müssen. In the lands of your birth, auch in deinem Geburtsland leben verborgene Menschen. In den Hügeln und Steinen, möglicherweise die Überreste einer göttlichen Rasse, die einen Krieg gegen Riesen verloren hat und sich still zurückzog, als die Welt sich verändert hatte. Aber man sieht noch ihre Schnitzereien und Kreise aus der Zeit, als sie unter den Menschen wandelten. Ah, okay. Es war also so ein Bäumchen, wo man so ein bisschen Story erkennt. Aber es gibt uns jetzt keinen Bonus oder so. Obwohl man hier auch keinen Lebensbalken hat. Also eine sehr komische Tür. Okay. Na, von hier kam ich aber nicht. Oder muss ich durch das Tor gucken? We cannot take it.
sind Leichen. Sehen, was wirklich ist. Oh, jetzt hätte ich fast Cola in mein Handy geschüttet, weil ich dachte, es wäre ein Glas. Du wirst nicht sterben wie die anderen vor dir. Du wirst das überleben. War nicht überrascht. Lass mal was trinken hier. Okay. Ja, da hat er noch was gedacht. Hier wissen sie, dass wenn die Zeit, dass man das folgende Bild bitten kann, ihre Gaben zu teilen. Und wenn man stark, weise und gut ist, werden sie das flehen, vielleicht erhören und Hilfe schicken. Aber wenn man es nicht ist, oder wenn man ihre Beschränkungen nicht beachtet, könnten sie die doppelte Last erhalten. Okay. Wieder irgendwas, oder? Da kann ich zurück in eine Höhle. Ah, hier ist so ein Stein. Alter, habe ich viel verpasst, angeblich, wenn es überhaupt. Die Skalen sagen, dass man besser eine Äxte, mit denen sie den Wald zerstückeln wollten. Oh, Verzeihung. Wollen hier bestimmt hören, wenn wir es schon finden. Die Nachbarn kämpfen nur mit dem Messer und Äxten bewaffnet, mit denen sie den Wald zerstückeln und gar ihre Pfeile mit Walrippen niederschlugen. Thorgrims Männer halten ihre Boote mit Walfischen zusammen, aber als sie antworten, setzt ein ihrer Gegner Thorgrims Bruder einen tödlichen Schlag. Und so bringt der Hunger verzweifelte Menschen dazu, sich zu schlagen, anderen einander Gewalt anzutun, um zu überleben. Okay. Nein, kein... Ich will den Fotomodus beenden. Das hat sich gelohnt. Naja, nicht wirklich, aber... Hey, what else? Ich glaube, du bist aktuell die Einzige, die gerade zuguckt, Yuna. So, der nächste Test. Der nächste.
nächste Test. Lass mich mal ganz kurz. Sieht doch schon irgendwie so danach aus. Es ist. She has found it. Ja. As far as I have to do. They doubt us. We don't. Find the altar. Geschickt. So, und jetzt fokussieren und die Brücke herholen. Jawohl. Wunderbar. Da kommt wahrscheinlich noch ein dritter Altar. Und da drüben müssen wir wahrscheinlich den Stein wieder runterholen. Was sagst du bis jetzt zu dem Spiel? Bring it back to them. Let them see you are not like the others. Jetzt gucken, da oben gibt es doch bestimmt noch irgendwas zu finden. Als hätte ich es geahnt. Bäumchen! In deinem Geburtsland und auch in diesen Landen weiß man, dass die geheimen Feenmenschen entführen, wenn man nicht vorsichtig ist und sich nicht an die Pfade hält. Könnte man sich unter ihnen wiederfinden. Hört sich doch voll süß an, um ehrlich zu sein. Du wirst zwar von Feen entführt, okay, das ist jetzt nicht so geil, aber wenn du dann selbst zu einer Fee wirst...
Can you still hear them? Don't lose the thread. The hidden thread. Bin ich hier richtig? Yes, she can still hear them. She can. We can follow them. You have to follow them now. Sieht doch auch wieder nach einer Konstellation aus. Fuck. When Grettir came to the farm where the fire was burning, all was peaceful. Aber als er sie erreichte, war sein Mantel steif gefroren und er sah wie ein riesiger Troll aus. Die erschrockenen Knechte schlugen mit, was sie griffbereit war, auf ihn ein, brennenden Holzscheiten aus dem Feuer. Grettir wehrte sie ab und bekam das Feuer, das er wollte. Doch der Funken der Holzscheite verbreitete Feuer im ganzen Haus und niemand überlebte den Brand. Shit. Das klingt nach einem sehr komischen Missverständnis. Wenn der Mantel von gefrorenem Raureif bedeckt ist und du eigentlich nur Feuer willst. Over there. It's coming from down there. What does it mean? Alter, wir gehen in eine. You're on the right path. Yes. Woher wollen die Stimmen das wissen? The lake, like a mirror. You can see the reflections. The hidden world, upside down. It's a sign. Ja, nee, ist klar, ne? Warte mal, kann ich hier lang? Nein, okay. Warum kann ich hier lang gehen? Sieht komisch aus. Das Gefühl, dass da noch was kommt. Vor allem hier oben, da wird bestimmt da irgendwo was sein. Bist du die eine? Sie muss es sein. Der See ist auch hier. Sieh das Wasser an. Es fühlt sich nicht gut an. Tief und dunkel. Wir wollen dich nicht. Ich hab da, ich weiß nicht, ob ich das alles machen soll, aber. Fuck!
Ach komm, übertreib mal. Das ist mies. Dass du dem nicht ausweichen kannst. Oh, leck mich doch. Bedeutet dahin zurück und dann kann ich nach da oben. Dann gucke ich mal. Interessant. Also bis jetzt, an mir persönlich gefällt das Spiel ganz gut bis jetzt. Und ich bin da tatsächlich auch mehr gebannt, als ich vielleicht sollte. Ich das jetzt freischalten? Soll ich hier hin? Muss ich hier hin? Will ich hier hin? Wenn das aber genau... Warte mal, was ist, wenn ich das jetzt andersrum machen muss? So. Ich glaube, ich sollte mir eher mal merken, was die Dinger so verschieden machen. Die Skalden zufolge schwamm Getir zurück über die Meerenge und schützten das Feuer vor dem Wasser. Seine Freunde feierten Getirs Tapferkeit. Doch als sich die Nacht von Massaker auf den Hohen wurden, wandten sich die Leute von Kretir ab. Niemand wollte etwas mit ihm zu tun haben. Und als die Nachricht im Sommer die Adligen erreichte, wurde Kretir ausgestoßen. Alle Türen wurden ihm nun verschlossen bleiben. Okay. Also, irgendwas ist passiert. Das ist soweit okay. So. Muss ich nochmal gucken, ob ich da noch irgendwas umändern kann. Kann ich den zweiten Second Place rufen? Ja, das hier. Thank you.
Okay. Da muss ich noch einen finden. Die Frage ist, wie. Oder der ist so einfach zu finden, dass ich Vollidiot einfach vergessen habe. Ich habe keine Ahnung. What the fuck? Okay, das ist cool. Das ist so cool. Teil in ihr, die ihr so lange Angst gemacht, den sie so hart bekämpft hat, sie an diesen Ort gebracht, auserwählt als etwas Besonderes. Aber ist sie gut genug? Das. They will tell us how to kill a giant. You know what that means, do you, Senua? No more sacrifice. Once again she's leaving the sun, leaving the world, plunging into the unknown places which no light touches. She has always been afraid of the dark. Hallo, ich würde gerne weitergehen. So, ja, wenn ich loslasse, geht sie nicht weiter. Connect her to the ones above. She has promises to keep. She will not let them down. Dabei. Mir gefällt das nicht. Ich finde es ja beängstigender, wenn unsere Stimmen uns irgendwie in den Kopf stöhnen. Everything you have done has brought you here. To nothing. Nowhere.
Maybe your father was right. Maybe you are nothing. Maybe you will die here. Just like the others. No one will remember you. You will be nothing. Das ist korrekt. Wenn hier die Fackel ausgeht, dann war es das für uns. Die Skalden erzählten, wie Gendir, nun ein Gesetzloser, sich mit dem Mann namens Adun auf der Insel Aramsoi ausruhte. Wie ein Feuer aus dem Boden. Adun sagte ihm, es käme aus dem Grabhügel vom Kehr der Elten, der seinen Tod auf der Insel heraufbespuckte, und warnte ihm, sich fernzuhalten. Ja, die Geschichte können wir tatsächlich eigentlich relativ vergessen, weil die ersten... Das ist hier bei Senua immer so, ne? Die ersten, also beim ersten Teil war das auch so, die ersten Einleitungen der Geschichte hast du kaum gefunden.